Die Stadtbahn befördert jährlich rund 32 Millionen Passagiere auf 4 verschiedenen Linien kreuz und quer durch Bielefeld. Nun diskutiert der Rat der Stadt über die Erweiterung seiner Straßenbahnlinien. Schon vor über 25 Jahren angedacht, soll zukünftig der Bau einer Linie 5 nach Reben realisiert werden. Bislang können weite Teile des Bielefelder Ostens lediglich nur mit dem Bus erreicht werden. Im Rahmen des Konzepts Mobil 2030 wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die verschiedene Varianten auf technische Realisierbarkeit prüfte. Wir haben von dem Gutachter 2 Varianten in der Bezirk Mitte vorgeschlagen bekommen und 3 Varianten für den Bezirk Hepen. Im Bezirk Mitte ist die Hauptvariante eine Führung vom Jahnplatz kommend, einerseits über den Kesselbrink, dann über die Werner-Bock-Straße, an der Feuerwache vorbei und dann hinter dem Ostbahnhof durch den Langen Kampe zur Radrennbahn. Eine Alternativvariante geht vom Kesselbrink gerade raus, immer der Heperstraße folgend an den Karl-Severing-Schulen vorbei, unter der Ostbahn hin und unterher weiter durch die Heperstraße bis zur Radrennbahn. Die Bürger und Bürgerinnen in Hepen und Umgebung sind geteilter Meinung. Von der Linie 5, die bis nach Hepen führt, fände ich ausgesprochen gut. Weil die Bahn einfach auch etwas sicherer ist, egal bei welchem Wetter, als der Bus. Und die Buslinien auch hier doch gekürzt wurden. Ich finde es gut, wenn die Straßenbahn ausgebaut wird, überhaupt wenn der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Wir haben eigentlich normalerweise gute Verbindungen. Wir haben da die Bleistraße, wir haben die Heperstraße mit den Busverbindungen, nicht? Und ich finde, das reicht eigentlich. Ja, ich bin der Meinung, dass wir in Hepen eigentlich schon nahverkehrsmäßig sehr gut angebunden sind durch die 21, 22, 26, 33. Und ich weiß nicht, 5 wäre eine gute Sache, aber ich weiß nicht, mit der Geräuschentwicklung, was dazu kommt, ob das so okay ist. Die Resonanz ist natürlich immer wieder unterschiedlich. Je weiter weg und ich sag mal, je allgemeiner ein Ziel ist, desto, ich meine, schwieriger ist es auch von der direkten Bürgerresonanz zu sprechen. Es gibt erstmal die Bürger, die sich ganz klar äußern und sagen, ja, wir wollen, dass der ÖPNV gestärkt wird. Wenn es natürlich ins direkte Umfeld geht, dann wird man vom allgemeinen wünschenden Bürger zum persönlich Betroffenen. Da ist es natürlich auch immer ein Punkt, dass wir dann die Rückmeldungen miteinander abwägen müssen. Auch die Baugenossenschaft Freie Scholle befürwortet die geplante Erweiterung des Stadtbahnnetzes und sieht in einer neuen Stadtbahnlinie nach Hepen große Chancen. Wir haben jetzt eine wunderschöne Straße, die würde zurückgebaut und würde dann neu aufgebaut werden. Die Heperstraße ist jetzt schon eine Verkehrsstraße, hat aber auch Schwierigkeiten, eine Stadtbahn durchführen zu lassen, weil die verschieden breit ist. Das ist uns klar. Und wir haben dann mit unserer Initiative und auch die Freie Scholle gesagt, wir klinken uns jetzt ein, um frühzeitig gehört zu werden. Das bedeutet nicht, wir sagen, wir wollen sie nicht, sondern wir möchten vergleichen, warum Heperstraße oder auf dem Langen Kampe. Und wenn der Lange Kamp die beste Möglichkeit wirklich darstellt, dann sagen wir okay, aber zu Bedingungen, die wir dann auch erfüllt haben möchten. Eine Stadtbahn ist ja nicht etwas, was einfach alleine hier entwickelt wird. Als Beispiel, ganz wichtig, die Baugenossenschaft Freie Scholle ist dabei und wird in den nächsten Jahren hier über 25 Millionen Euro investieren in den Wohnungsbestand, in Infrastruktur, in auch das Wohnen miteinander. Und dazu gehört eben die Frage der Mobilität dazu, aber dazu gehört auch Sicherheit. Wenn man investiert, möchte man auch wissen, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln. Und an der Stelle fordern wir eben einfach einen, beteiligt zu werden. Es wird immer, ich sag mal, in der Abstimmung nachher natürlich Umgewöhnungen geben. Also wir werden natürlich das Busnetz anpassen müssen, wobei niemand fürchten muss, dass er, ich sag mal, bloß weil, ich sag mal, in 1 Kilometer Entfernung eine Straßenbahn fährt, jetzt plötzlich dann wesentlich weniger Busverkehr haben wird. Wir werden einfach ein anderes Busnetz haben. Ich denke mir mal, insgesamt sind es deutlich die Vorteile, dass wir a. mehr Fahrgäste gut in die Stadt bringen können und zu den Zielen, die sie haben, und dass wir insgesamt auch ein bequemeres und auch ja, schnelleres Verkehrsmittel haben werden. Bis zum ersten Spatenstich müssen sich die Bielefelder jedoch noch mindestens 2 bis 3 Jahre gedulden.